Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Sid. Heute die Dosierungswoche steht an. MSM haben wir bereits und OPC abgehandelt. Jetzt geht es weiter mit Omega-3 mit der Dosierung. Ein Link zur Erklärung, wofür Omega-3 wichtig ist, schicke ich euch hier rein. Und dann fangen wir direkt mit der Dosierung an. Also Omega-3, sprich Alpha-Linolensäure, bietet sich an, wenn ihr zwischen 1000 bis 2000 Milligramm zu euch nimmt. Das ist wieder sehr spezifisch, für was ihr erst direkt braucht. Also ich habe schon gemerkt, wenn man 2000 verwendet und im Bereich der Augen, der Sehfähigkeit, um die zu stärken, macht das schon wirklich viel aus. Es ist, wie gesagt, auch fürs Herz und noch andere Dinge wichtig. Wie gesagt, im Video wird dann nochmal alles erklärt. Aber ich empfehle euch zwischen 1000 bis 2000 Milligramm. Das ist wieder eine individuelle Sache. Und da müsst ihr einfach mal schauen. Es gibt verschiedene Komplexe. Meistens kann man ja Omega-3, Omega-6, Omega-9, gibt es so verschiedene Komplexe, die kann man miteinander ganz gut verbinden. Achtet, wie gesagt, aber hauptsächlich auf den Wert Omega-3, der ist besonders wichtig, weil wir uns den über die normale Nahrung einfach nicht mehr zuführen können, beziehungsweise nur schwer. Omega-9 ist auch relativ wichtig, aber ja, erstmal speziell auf Omega-3 ausgelegt. Deswegen ist aber so ein Omega-9, wenn das noch mit drin ist, Komplex ganz gut. Dazu noch, ihr könnt Kapseln verwenden. Da habt ihr meistens so eine Mischung aus mehreren Sachen. Ihr könnt aber auch reines Leinöl verwenden. Reines Leinöl bietet am meisten Omega-3. Da sind bis zu 60% Omega-3 drin. Und das ist wirklich viel. Wenn ihr da mal alleine nur Fisch betrachtet, da liegen wir unter 10%. Das ist also wirklich sehr gering. Nachtkerzenöl ist da schon etwas höher. Aber letzten Endes bringt das wirklich nicht viel. Leinöl ist da einfach die bessere Variante. Ich habe auch selbst ein Produkt, habe ich ewig gesucht, weil ich verwende Kapseln. Und da habe ich wirklich lange suchen müssen, um da ein Leinöl aus Kapseln im Prinzip zu finden. Also wenn, bietet sich ein Naturprodukt, ein Bio-Leinöl bietet sich wirklich an. Dazu sei auch erwähnt, gerade bei der Dosierung. Für Frauen würde ich einen Teelöffel empfehlen pro Tag, bei Männern zwei Teelöffel. Das hängt einfach mit dem Körper an sich zusammen von Mann und Frau und verschiedenen Dingen. Soweit bin ich da auch nicht bewandert. Auf jeden Fall braucht der männliche Körper einfach mehr an Omega-3, um das zu verstoffwechseln und dergleichen. Und deswegen empfehlen sich da zwei Teelöffel, bei Frauen wie gesagt ein. Und schaut, wie gesagt, dass das Leinöl ein Bioprodukt ist. Außerdem solltet ihr darauf achten, bei der Lagerung, ja, dass ihr es kühl und luftverschlossen lagert, weil Leinöl, wenn es einmal angebrochen ist, löst sich relativ schnell auf. Das ist nach 2, 3 Monaten, ist das einfach, ist Omega-3 raus und ihr habt sozusagen ein Öl, was ihr in dem Sinne für die Omega-3-Zufuhr nicht mehr verwenden könnt. Also da einfach drauf achten und ansonsten war es im Prinzip schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Als nächstes werden Mineralien kommen. Dann werde ich etwas über die Mineralien noch erzählen, über die Dosierung. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Euer Sid.